Also mein Freund. Alles klar. Thank you.
Nach dem Kommandanten mit der Chefin. Wenn der Chef sägt, ihr müsst doch davor runterkommen. Thank you.
so an, hier bitte dick. Was? Heute Abend bei diesem doch tollen Wetter, wenn man jetzt an letztes Jahr denkt, ist es ja alles doch ziemlich ins Wasser gefallen, aber heute hat der Wettergott gut mit uns gemeint. Ich darf Sie auf das recht Herzliche im Namen der St. Stephanus Schürzenbruderschaft hier in Köln-Weidenpech begrüßen. Ja, der kluge Mann sorgt vor, der hat noch ein zweites Mikro da. Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, recht herzlich willkommen hier in Weidenpech. Jetzt klappt das ja auch mit der Technik. Ja, ein Gegenbesuch auf Ihrem Schützenfest, falls nicht schon geschehen, ist für uns natürlich Ehrensache. So viele Schützenfeste haben wir dieses Jahr nicht mehr. So langsam läuft das Jahr aus. Das merkt man auch schon, es wird langsam immer früher dunkel. Aber seien Sie versichert, auch zu Ihrem Schützenfest werden wir natürlich entsprechend erscheinen. Ja, bevor wir jetzt das Wort an den Kommandanten abgebe zum großen Zapfenstreich, dürfen wir hier noch, weil so viele Schützen hier einmal in der Straße stehen, eine Ehrung noch vornehmen. Viele kennen ihn und es wurde Zeit, dass wir uns in unserer Schützenbruderschaft Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man diesen Mann auszeichnen. Und wir haben vor Jahren schon, ich glaube in den 80er Jahren ist es schon, in den 90er Jahren gewesen, eine sehr hohe Auszeichnung, die vereinsintern nur an 5 lebende Mitglieder vergeben wird. Das ist ein bisschen angelehnt an hohe Auszeichen des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften. So haben wir das auch damals hier in Weidenpech ins Leben gerufen, haben gesagt, 5 lebende Mitglieder dürfen diese Auszeichnung bekommen. Mehr geht dann nicht und dann muss man halt warten, bis der nächste wieder frei wird. Ja, und diese Auszeichnung möchten wir heute einem Herrn geben. Viele kennen ihn, man hat ihn jetzt auch kennengelernt durch seine Königswürde im Bezirksverband Köln-Süd. Und heute Morgen war er noch beim Bundeskönigsschießen in Werlte. Ob es jetzt was draus geworden ist, das wissen wir nicht, ob es gelangt hat für den Diözesankönig oder Bundeskönig. Aber wir sind froh, dass er wieder heil hier in Weidenpech angekommen ist und wir heute Abend auf jeden Fall mit ihm feiern können, ihn jetzt auch auszeichnen können entsprechend. Deswegen, lieber Bertel, komm einfach mal hier rüber. Ja, unser amtierender König, Lambert heißt er eigentlich, wir sagen alle Bertel zu ihm, Bertel Wepperdick. Auch Bezirkskönig, dieses Jahr im Bezirksverband Köln-Süd. Das sind alles Sachen oder Würden, die er sich erkämpft hat. Und er ist ein wertvolles Mitglied unserer Bruderschaft schon seit über 40 Jahren. Und man sieht viele Sachen nicht, die der Bertel so klammheimlich hier erledigt, weil es dann hinter dem Pfarrheim ist, auf dem Hochstand. Das kriegt nicht so jeder mit. Und ich glaube, an der Zeit ist es jetzt mal, dafür Danke zu sagen. Und deswegen darf ich die Urkunde verlesen. Urkunde in Anerkennung der großen Verdienste um die St. Stephanus Schützenbruderschaft Köln-Weidenpech verleihen wir den großen Stern zum St. Stephanus Ehrenkreuz an Herrn Lambert Pepperdick, Köln-Weidenpech, den 10. September 2016. Unterzeichneter Vorschlag. So, der Joachim wird dir jetzt die hohe Auszeichnung an deine Jacke heften. Ja, da sind 2 Nädelchen. Jetzt kommst du ins Schleudern, ne? Wo soll ich die hinmachen? Den Gang. Ding ist doch hier. Ja, letzte Woche hatte er mich schon dran gekriegt mit einer Auszeichnung. Ich war schneller, definitiv. Jetzt brauche ich etwas länger.
Urkunde hält der Joachim so lang fest. Ich würde sagen nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Bertel. Stell dich zurück in die Reihe. Ich trinke nachher ein Bier darauf. So, nachdem wir jetzt diese Auszeichnung vorgenommen haben, würde ich sagen, übergebe ich das Wort zum großen Zapfenstreich an unseren Kommandanten. Zum großen Zapfenstreich, Stillstand! Ich melde Schützen und Musik zu Ihren Ehren zum großen Zapfenstreich angetreten. Thank you.
Ja, nochmals recht herzlichen Dank an das Tamburko und an die Glaskapelle für den Zapfenstreich. Dann nochmal einen herzlichen Dank an alle Schützen, Brüder, Schützenschwestern aus dem befreundeten Verein, dass sie heute Abend den Weg in der Weinpech gefunden haben. Ich darf Sie natürlich noch recht herzlich dazu einladen. Feiern Sie doch mal mit uns, feiern Sie draußen auf der Straße, im Pfarrheim, überall wird was geboten. Und ab 10 Uhr dann kriegen Sie draußen noch was geboten, nämlich unser Feuerwerk. Und morgen, wenn Sie dann noch Zeit und Lust haben, das Wetter soll ja schön bleiben, würden wir Sie auch gerne wieder hier natürlich bei uns begrüßen. Dann schießen wir unseren neuen König aus. Also, wer etwas Spannung haben möchte am morgigen Tag auf dem Hochstand hinter dem Fallen, geht es dann weiter. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Lassen wir mal zusammen feiern und vielen Dank, dass Sie alle hier sind. So, ich übergebe noch einmal das Wort an unseren Kommandanten. Ja, das kenne ich von
Danke. Ja, danke schön. Ja. Moderne Lehne.